Am Wort in der gestrigen Debatte war Norbert Sieber von der ÖVP. Michael Bernhard, durchaus, dass wir in der Schlagzahl der Behandlung der Petitionen etwas mehr Tempo hineinbringen, denn tatsächlich ist die Verweildauer mancher Petition im parlamentarischen Prozedere doch etwas zu lang. Erfreulich ist, dass man dann aber doch auch manchmal Petitionen hat, die wir sehr zügig bearbeiten und auch parlamentarisch hier entsprechende Gesetzesvorschläge umsetzen können. Eine dieser parlamentarischen Petitionen ist die Aufnahme und Förderung von Elektroautos und Carsharing in die Straßenverkehrsordnung. Diese Petition wurde am 19.04.2016 eingebracht. Und hier steht ein Satz, den ich Ihnen vorlesen möchte. E-Mobilität ist eine Technologie der Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder. Um E-Mobilität für die Nutzer schon heute attraktiv zu gestalten, ist die Politik aufgefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu ermöglichen. Wie war? Dem kann man sich vollinhaltlich anschließen. Gott sei Dank haben wir bereits im letzten Verkehrsausschuss ein Aktionspaket zur Förderung der Elektromobilität bereits eingebracht, wo mit 5 Punkten die Elektromobilität massiv unterstützt wird in einem Rahmen von 72 Millionen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Die Punkte sind neue Förderaktionen für Pkw und private bzw. Weiterführung für Betriebe. Es ist unter anderem vorgesehen, eine breitere Förderung für Elektro-Zweiräder und Elektromobilitätsprojekte, ein konsequenter Auf- und Ausbau, vor allem und sehr wichtig, der Elektroladeinfrastruktur. Wichtige regulatorische Rahmenbedingungen, also die neue Kennzeichen, dass Elektromobile auch am Kennzeichen als solche zu erkennen sind. Und als 5. Punkt kontinuierliche Forschung, Entwicklung und Demonstration. Alles in allem ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der E-Mobilität, und den Proponenten der Petition ist hiermit alles praktisch zum Besten gemacht. Ich danke. Argumentierte Norbert Sieber von der ÖVP in der gestrigen Nationalratsdebatte rund um Tagesordnungspunkt 3, wo es um Petitionen und Bürgerinitiativen ging.